Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video. Wir wollen euch heute verschiedene Arten der Ballannahme zeigen. Dafür haben wir uns ein Quadrat von einmal einen Meter aufgebaut, wo der Ball drinnen kontrolliert werden soll. Es ist teilweise so, dass da wirklich Ballannahmen für Anfänger dabei sind, wo man vielleicht gar keine Probleme hat, den Ball zu stoppen. Aber es werden halt auch hohe Bälle angenommen, wo man dann vielleicht im dritten Kontakt wieder zurück zu seinem Partner als Passgeber spielen sollte. Wenn euch das Video gefällt, gebt uns bitte einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal und dann sehen wir uns. Bis dann. Diese Ballannahme ist eine der einfachsten überhaupt. Wenn du den Pass erhältst, stoppst du den Ball mit der Innenseite deines Fußes. Achte darauf, dass du deinen Fuß zurückziehst, wenn du den Ball mit der Innenseite berührst. Das führt dazu, dass er nicht zu weit wegspringt und du mit dem zweiten Kontakt die Anschlussaktion ausführen kannst. Diese Ballannahme ist sehr einfach und eine der sichersten Formen, um den Ball bei der Annahme ganz nah an deinem Körper zu lassen. Bei Erhalt des Passes stoppst du den Ball, indem du die Sohle deines Vorderfußes auf den Ball setzt. Bei dieser Ballannahme stoppst du den Ball mit deiner Außenseite. Du triffst den Ball allerdings ein bisschen weiter vorne, um eine bessere Ballkontrolle zu haben. Wichtig ist, dass du deinen Fuß nach der Ballberührung zurückziehst, um den Aufprall abzufedern. Grundvoraussetzung für diese Ballannahme ist, dass der Ball vor dir herunterfällt. Du verarbeitest den aus der Luft kommenden Ball dann mit deinem vorderen Spann. Halte deinen vorderen Spann in der Luft unter den Ball und bewege dein Bein mit dem auf deinem Fuß aufkommenden Ball nach unten. Du ziehst den Ball sozusagen runter. Dies sorgt für eine weichere Landung auf deinem Spann. Auch bei dieser Ballannahme wird ein aus der Luft kommender Ball verarbeitet. Du stoppst den Ball in der Luft mit deiner Innenseite. Um auch hier für einen weichen Aufprall zu sorgen, ist es wichtig, dass du dein Bein bei der Ballberührung ein bisschen nach hinten wegziehst. Nun kommt der Ball dicht vor dir auf dem Boden auf. Bei dieser Ballannahme stoppst du den Ball mit deinem Oberschenkel. Wichtig ist, dass du den Ball mittig am Oberschenkel triffst, damit er auch wirklich vor dir landet und nicht zur Seite wegspringt.
Bei dieser Ballannahme stoppst du den Ball mit der Brust. Wenn der Ball in einem hohen Bogen auf dich zukommt, berechnest du die Flugbahn so, dass du deine Brust in Richtung Ball bewegst. Berührt der Ball deine Brust, ist es wichtig, dass du ihn abtropfen lässt und nicht aktiv gegen den Ball gehst. So springt der Ball weder nach oben noch nach vorne weg, sondern kommt genau vor dir auf. Diese Ballannahme ist technisch anspruchsvoller. Du stoppst den Ball mit deinem Kopf, bevor du ihn am Boden weiterverarbeitest. Hierfür musst du den Ball mit dem Kopf gerade nach oben spielen, damit er vor dir herunterfällt. Achte hierfür darauf, dass deine Stirn nach oben zeigt. Auch bei dieser Ballannahme wird ein aus der Luft kommender Ball verarbeitet. Die Annahme erfolgt dabei mit dem vorderen Teil deiner Sohle. Dazu musst du die Flugbahn des Balles so berechnen, dass du deine Sohle genau in dem Moment auf den Ball setzt, wenn dieser den Boden berührt.